Hey, Hallöchen, ich grüße dich. Und zwar muss ich jetzt ein ganz spontanes Video machen, weil ich immer wieder Fragen kriege auf meine Videos. Also jetzt ganz aktuell, ob es denn langt, einfach Kurkuma zu sich zu nehmen, ja, und wie viel Kurkuma ich denn nehme. Und das sind dann so Fragen, wo ich denke, ja, was hat die Person, die meine Videos guckt, jetzt noch nicht verstanden? Also, ganz wichtig ist es. Es bringt dir überhaupt nichts, Kurkuma zu nehmen, egal in welcher Dosierung, wenn du die Ursache nicht aus deinem Leben schaffst. Also, du musst die Tierprodukte verbannen. Es geht jetzt um jemand, der Morbus Crohn hat, ja? Egal, ob du diese Erkrankung hast oder auch nicht. Wenn du ein gesunder Mensch bleiben willst, musst du die Tierprodukte aus deinem Leben schmeißen, aus deiner Ernährung, weil diese Entzündungen, Krebs, Schlaganfall und allerhand Gebrechen mit sich bringen werden. Die halten Entzündungen am Laufen, die Tierprodukte. Und da gibt es auch keine Ausnahme. Es ist ganz egal, was du da isst, ja? Die Milch ist schädlich, die Eier, der Käse, Fleisch, Fisch, Wurst, all das ist schädlich. Und wenn du eine chronische Autoimmunerkrankung hast, dann musst du die Produkte rausnehmen. Ja, das ist der erste Schritt. Schmeiß den Schrott aus deinem Leben und da gibt es keine Ausnahme. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Du musst dich vegan ernähren. Das ist die Basis. Ja, und wenn du das verstanden hast, hast du schon einiges geblickt und wenn du das umsetzen kannst, hast du auch schon viel getan. Aber dann gehst du weiter und schmeißt das Öl raus, weil auch Öl ist Radikalblöre und isoliert und das Fett in deinem Körper hält Entzündungen genauso am Laufen. Ja? Das klatscht dir die Arterien dicht. Ich schaue auf meinen Arm, schau meine Arterien an, die willst du clean haben. Du willst, dass dein Körper in den Arterien findet ja die Arbeit statt. Ja? Da werden Nährstoffe und Sauerstoff ausgetauscht. Wenn du da Fett drin hast, dann funktioniert dein Körper nicht so, wie er soll. Du hast jetzt einen kranken Körper. Du musst besonders darauf achten, dass deine Arterien sauber sind, dass das alles so funktioniert, wie es soll, weil dein Körper hat es ja eh schon viel schwerer. Ja? Und das i-Tüpfelchen ist dann vielleicht Kurkuma noch zu dir zu nehmen, weil der Kurkuma unterstützt dich. Also es wird dir nichts bringen, Kurkuma zu dir zu nehmen, wenn du weiterhin Tierprodukte isst, ab und zu Fleisch isst. Mageres Fleisch, dann hast du es nicht verstanden. Es tut mir echt leid. Du musst das Fleisch rausschmeißen aus deiner Ernährung. Die Tierprodukte müssen weg. Und vorher wird es dir nicht besser gehen. Ja? Wenn du dann merkst, du musst dein Medikament hochdosieren, weil es dir nicht gut geht, und du fragst mich dann, muss ich jetzt mehr Kurkuma nehmen und du isst weiterhin Fleisch, dann kann ich das. Ich kann das dann leider nicht verstehen, ja? Du musst daran arbeiten, die Tierprodukte aus deinem Leben zu nehmen. Ansonsten bist du selber schuld, wenn du krank bist. Das ist leider so, ja? Es wird dir besser gehen ohne Tierprodukte. Und du kannst auch deinen Kopf frei machen, davon schuld zu sein am Leid der Tiere. Das musst du verstehen. Es wird dir nicht besser gehen, wenn du ein bisschen Fleisch isst und ein bisschen Milch trinkst und ab und zu Kurkuma nimmst und dann auch noch Öle isst. Das bringt es nichts, ja? Du musst dich clean vegan ernähren und viele Kohlenhydrate essen. Das ist wichtig. Dein Körper braucht das und das kann eine Weile dauern. Und die zweite Frage war, ja, es geht mir super. Ich fahre das immer noch so. Ich bin jetzt über 1,5 Jahre vegan und es geht mir spitze mit dieser Ernährung. Ich nehme keinerlei Medikamente. Ich bin weg von allem. Ich nehme gar nichts, ja? Null Medikamente. Es geht mir super. Ich kann 5 Kilometer rennen, ich kann Radfahren, ich kann joggen, ich habe Durchfälle ab und an. Ja, da kann mal ein Tag dabei sein, wo es mir schlecht geht, dann geht es mir wieder gut. Im Normalfall geht es mir super. Ja, ich bin leistungsfähig, ich habe Kraft, ich habe Power. Und das mache ich alles nur mit veganer Ernährung. Ich überlege mir, was gebe ich in meinen Körper rein? Da kommt halt eben kein Schrott mehr rein. Da kommt viele bunte, leckere Sachen rein. Beeren, Bananen. Jetzt gibt es gerade Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren. Dann esse ich viel Nudeln. Ich esse weißen Reis und ich esse weiße Nudeln, weil das mein Darm besser verstoffwechseln kann. Ich denke, ich bin immer noch in einem Prozess der Heilung. Das dauert eben sehr lange. Ich habe halt sehr viele Jahre Raubbau betrieben an meinem Körper.
Ja, ich bin jetzt Ende 40 und ernähre mich wahrscheinlich seit Geburt an einfach falsch. Das kann nicht in 1,5 Jahren verschwinden. Aber es wird immer noch besser und ich bin dabei, Kraft aufzubauen. Ja? Ich habe die Energie, dass ich Kraft aufbauen kann, dass ich Sport machen kann. Ich kann tun, was ich will. Ich kann wandern gehen, solange ich will, den ganzen Tag. Ich kann Radfahren den ganzen Tag. Ich kann mit den Kindern im Erlebnisbad rumtollen. Ich kann das tun, weil ich eben keine Durchfälle mehr habe, ja? Weil ich wieder gesund bin. Und das geht nur, wenn du die Tierprodukte rausnimmst. Also mach dir das bewusst. Schmeiß sie raus aus deinem Leben. Und bitte benutze die Kanalsuche, wenn du etwas suchst. Gib dem Namen ein, Bettina Vogel, das Wort, zu dem du etwas wissen willst und suche selber. Okay? Das ist mein Tipp dazu. Das war's. Tschüss.